Ja, vielen Dank, Frau Dr. Grabkowski, für die Einführung und vor allen Dingen für die lobenden Worte. Ob ich wirklich der absolute Experte bin und der wichtigste Mann, das sei dahingestellt. Ich glaube, wir haben in unserer Region viele Leute, die sich um die Tierhaltung und auch um die Weiterentwicklung der Nutztierhaltung kümmern. Und so gehört es auch zu meinem Tagesgeschäft, die Dinge weiter voranzutreiben, was ich sehr gerne mache. Ja, wo stehen wir im Bereich der Tierhaltung? Wir arbeiten seit 10 Jahren in Niedersachsen, ich denke federführend in ganz Deutschland am Tierschutzplan Niedersachsen, haben die Themen sehr früh aufgegriffen. Und der Wissenschaftliche Beirat für die Agrarpolitik beim Bundesministerium hat im März 2015 gesagt, dass das so, ich drücke das mal mit meinen Worten aus, so nicht weitergehen kann. Sie haben geschrieben, die derzeitigen Haltungsbedingungen eines Großteils der Nutztiere wird für nicht zukunftsfähig gehalten. Also müssen wir etwas tun, um weiterhin unsere Tierhaltung und auch die Wertschöpfung, die wir damit verbinden, voranzuführen. Und für unsere Region ist das sicherlich von ganz besonderer Bedeutung. Wir haben viele Dinge nach vorne gebracht. Wir haben uns den Problemen gestellt. Wir müssen aber weiter daran arbeiten und wir können heute nicht stehen bleiben und sagen, wir können sagen, wo unsere Tiere herkommen. Wir können auch sagen, was wir mit den Tieren gemacht haben. Ich sehe es so, wir müssen jederzeit im Grunde genommen das Leben unserer Tiere offenlegen und müssen beweisen, dass wir auch in größeren Tierbeständen die Möglichkeit haben, Einzeltiere jederzeit zu verfolgen und vor allen Dingen auch frühzeitig einzugreifen. Und dort hilft uns die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz. Dem haben wir uns in Venen, in unserer Versuchsstation der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, sehr früh gestellt und haben uns für ein Projekt im Rahmen der Experimentierfelder beim Bund beworben. 13 Experimentierfelder gibt es ja bekanntermaßen. Und wir sind mit unserem Projekt DigiSchwein als Verbund positiv aufgelaufen und arbeiten seitdem in Venen daran, für die Landwirte ein Frühwarnsystem zu entwickeln, um sehr schnell und sehr rechtzeitig Entwicklungen entgegenzuwirken. Wir arbeiten im Verbund mit der Uni Oldenburg, mit der Tierärztlichen Hochschule, mit der Uni Göttingen, aber auch mit dem Verbund Transformationsforschung Agrar in Niedersachsen und versuchen, das, was wir in Venen erarbeiten, auch in die landwirtschaftlichen Betriebe zu bringen. Denn letztendlich sind wir dafür da. Ja, was machen wir dort mit unserem Digi-Schwein? Wir haben den Tieren elektronische Ohrmarken eingezogen und haben im Stall sehr viele konventionell verfügbare Sensoren eingebaut und können die Bewegung feststellen, wir können Temperatur feststellen, wir können Verhalten aufzeigen, wir können im Grunde genommen die ganze Entwicklung der Tiere darstellen und versuchen jetzt das, was wir über die Sensoren bekommen, abzugleichen, zu evaluieren. Ist das tatsächlich so auch eingetreten, um daraus dann Algorithmen zu entwickeln, um dem Landwirt am Ende des Tages, am Ende dieses Prozesses über sein Smartphone ein Frühwarnsystem zu geben. Beispielsweise der Landwirt bekommt eine Meldung, dass er um 11:27 Uhr in Stall Nummer 23 gehen soll, weil dort Anzeichen da sind, dass Schwanzbeißen auftritt. Und er dann im Grunde genommen 5 Stunden früher eingreifen kann, als er es vielleicht im Rahmen der täglichen Fütterungs- und Routinekontrollen tun würde. Also hier hilft uns die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz sehr viel weiter. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir damit auch einen ganzen Schritt nach vorne machen, um letztendlich die Transparenz in der Wertschöpfungskette aufzulegen, um auch dort dann dem Verbraucher zu zeigen, was wir dann alles tun. Und das ist letztendlich ja auch unser Ansinnen. Wir wollen
Wir wollen vom Verbraucher das Vertrauen haben, dass wir auch in unseren größeren Tierbeständen, ich glaube, wir wollen uns nichts vormachen, wir brauchen auch größere Tierbestände, um letztendlich viele Nachfragen zu decken, um auch letztendlich die Kosten, die unsere Landwirte damit haben, decken zu können. Aber wir müssen jederzeit, und das ist unser Anspruch für die Zukunft, jederzeit jedes einzelne Tier im Auge haben, um darüber Auskunft zu geben und dass wir sofort eingreifen können, wenn Abweichungen da sind. Und das erreichen wir, meinen wir, sehr gut mit Unterstützung der digitalen Welt. Und will an dieser Stelle auch sagen, es macht unheimlich viel Spaß, mit den Informatikern der Uni Oldenburg zusammenzuarbeiten. Es sind Nicht-Landwirte. Und beim ersten Treffen dieser Personen mit unseren klassischen Landwirten kamen plötzlich ganz neue Erkenntnisse, ganz einfache Denkprozesse. Und daraus hat sich eine wunderbare Zusammenarbeit entwickelt. Und wir sind ganz zuversichtlich, dass wir dort Dinge aufzeigen und uns auch weiterentwickeln. Und es wäre schön, wenn dann die Politik auch mitgeht und uns die Möglichkeiten eröffnet, unsere Stelle auch entsprechend umzurüsten, einzurichten. Denn das ist bei allem, was wir tun, für mich ein Riesenproblem. Wir können unsere Tierhaltung in vielen Fällen verändern. Wir können mit der künstlichen Intelligenz jederzeit und an jedem Ort etwas über unsere Tiere aussagen. Aber wir müssen auch die Lizenz bekommen, unsere Ställe entsprechend umzurüsten. Und da geht mein Appell an die Politik, hier mitzuwirken, dass die Landwirte, die weiter wollen, und davon haben wir eine ganze Menge, dass die auch unter Einbau der technischen Möglichkeiten sich so aufstellen, dass wir auch in Zukunft in unserer Region ganz besonders im Hinblick auf unsere Wertschöpfungsketten weiterarbeiten dürfen. Wir haben bewiesen, dass wir es können. Wir haben den vor- und nachgelagerten Bereich wunderbar aufgebaut. Und ich wünsche mir, dass wir das in Zukunft auch weiter so betreiben können. Sicherlich auf eine andere Art und Weise. Und dafür ist es eben unheimlich wichtig, die neuen Medien zu nutzen. Und Frau Dr. Grabkowski, da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie mit Ihrem Team dieses Thema aufgreifen. Und ich bin mir sicher, dass mit Jürgen Bruns jemand da ist, der uns da ein ganzes Stück weiterhelfen kann. Insofern wünsche ich Ihnen bereits jetzt ganz viel Spaß bei dem nächsten Vortrag und freue mich auch auf Fragen und Anregungen aus dieser Runde. Und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.